Es ist ganz interessant, mich sprechen von jung bis alt ganz viele an. Die einen sprechen mich an und sagen, mein Vater, meine Mutter waren große Anhänger des Vaters. Oder manche erzählen auch, dass sie befreundet gewesen seien mit meinem Vater. Wenn ich sage, was meinen Sie, was heißt das befreundet, dann sagte er, 1976 war ich in einer Veranstaltung in Tuntenhausen oder in Bremen oder in Kiel oder ich weiß nicht wo. Und dort saßen wir in der dritten Reihe, in der fünften Reihe oder in der siebten Reihe und erzählen dann immer noch mit flammender Begeisterung von den Reden meines Vaters. Das ist natürlich einerseits sehr schön, dass sich viele Menschen nach wie vor erinnern und sie erzählen es ihren Kindern. Das ist für mich das Beeindruckende, dass zum Teil Kinder von dem erzählen oder junge Menschen von dem erzählen, was ihnen von ihren Müttern, Vätern, Großmüttern, Großvätern, Tanten, Onkeln erzählt worden ist über Franz Josef Strauß. Das ist natürlich für uns persönlich, ist es schön. Auf der anderen Seite ist es für uns eine persönliche Erinnerung. Wir freuen uns darüber, dass mein Vater Franz Josef Strauß bei vielen Menschen wirklich in sehr, sehr gutem Gedächtnis ist.